Aufbau von einem EMA-Zentrum, deswegen ist es gerade sehr spannend. Das EMA bedeutet Erwachsene mit angeborenem Herzfehler, betreuen wir halt ein Leben lang. Und der Piet hier wäre zum Beispiel ein Patient, der davon profitieren könnte. Der Pflegenotstand, ein großes Thema bei uns. Wir haben halt jetzt uns überlegt, wie können wir diesen Pflegenotstand beheben bei uns, damit wir trotzdem die Patienten optimal weiter betreuen. Wir hatten dann die Idee von so einem Mix von Personal, das heißt, dass wir auch medizinische Fachangestellte mit ins Boot nehmen, dass wir Servicekräfte, die administrative Tätigkeiten ausüben können, dass wir die halt mit ins Boot nehmen, umso mehr Zeit haben die Pflegenden halt für Patienten. Die Herausforderung sehe ich auf zwei Ebenen. Einmal im ärztlichen Bereich, auch praktisch diese hohe Komplexität abzubilden. Dafür haben wir auch Strukturen entwickelt. Das habe ich gemeinsam mit meinem Erwachsenenkardiologen-Kollegen, dem Professor Marx. Direktor ist für die Erwachsenenkardiologie. Das machen wir gemeinsam interdisziplinär und adressieren so die ärztlichen Probleme von Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler. Und das Gleiche gilt aber natürlich auch im pflegerischen Bereich, wo wir auch ein Expertenteam brauchen von Schwestern und Pflegern, die sich besonders gut auskennen mit den spezifischen Problemen der Pflege im Erwachsenenbereich bei Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler. Die Herausforderung ist besonders groß, weil wir derzeit einen Fachkräftemangel haben. Pflegenotstand äußert sich, indem wir halt keine großen Kapazitäten haben, von außen neue Pflegekräfte zu gewinnen. Und deswegen ist es halt zurzeit so, dass wir eine Minimalbesetzung haben, die wir dann halt durch diesen personellen Mix optimieren. Und wir haben uns da so aufgestellt, dass wir bestimmte Module haben, die wir erfüllen. Und zum Beispiel neue Mitarbeitende, die schulen wir halt initial den ganzen Tag und bereiten die halt darauf vor. Oder wir machen so ein Bedside-Teaching, dass wir am Patienten mit einer erfahrenen Pflegekraft der neuen Pflegekraft beibringen. So und so wird es gemacht. So, einmal da drauf. Als ich den Schwestern einen Dankesbrief geschrieben habe für die tolle Unterstützung hier, habe ich gesagt, dass es Familie ist. Und so traurig, wie es schön ist, es ist Familie. Also jedes Auf Wiedersehen ist ein Auf Wiedersehen. Man weiß, dass man wiederkommt mit den Kindern, sei es der nächste Infekt, sei es eine unruhige Atmung. Und ja, die gehören einfach irgendwann ganz fest zum eigenen Leben dazu. Zu wissen, wir können Patienten helfen, älter zu werden, das ist halt was ganz Tolles. Das, was Frau Kerz leistet, ist mehr als nur Beruf, das ist Berufung.